Um Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten ausgleichen zu können, braucht es mehr Unterstützung, bereits schon in der Kita. Es braucht mehr Sprachförderstunden in der Kita, in der Grundschule und in der weiterführenden Schule. Es braucht mehr Personal, um die Kinder und Jugendlichen besser integrieren zu können. Vor allem, wenn sie dann aus den Vorbereitungsklassen kommen und in die Regelklassen überwechseln, braucht es eine ganz enge Begleitung. Hier bieten sich pädagogische Assistentinnen an oder die Begleitung durch FSJler. Eine Willkommenskultur ist sehr hilfreich, beispielsweise ein gemeinsames, kostenloses Frühstück. Und weitere Projekte sind hier ebenfalls sehr hilfreich, Projekte wie Kinderhelden, sodass eine 1:1 Betreuung über die Schule hinaus stattfinden kann. Bedauerlicherweise ist es leider so, dass der Bildungserfolg auch hier in Baden-Württemberg noch sehr stark von der sozialen Herkunft abhängt. Und da müssen wir gegensteuern. Bestes Beispiel ist für mich die Rosensteinschule, die in meinem Wahlkreis liegt. Dort haben 95% der Kinder einen sogenannten Migrationshintergrund. Und dort ist es oft so, dass die Eltern ihre Kinder nicht unterstützen können. Sie würden es erst gerne, aber manchmal klappt es einfach nicht. Und für solche Schulen wünsche ich mir, dass wir diese Schulen gezielter noch mal mehr fördern, mit mehr Schulsozialarbeit, mit anderen Berufsgruppen, die die Lehrerinnen und Lehrer unterstützen. Es geht um individuelle Förderung. Letztendlich muss jedes Kind eine Chance bekommen, später ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Im Übrigen steht es bei uns sogar in der Landesverfassung. Es ist nicht irgendwie eine Großzügigkeit der Politik, sondern die Politik hat die Aufgabe, für mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen. Da kann man einiges von den Schweden lernen. Im veralteten, mehrgliedrigen Schulsystem werden vor allem Kinder aus Migrantenfamilien aussortiert und auf das Abstellgleis gestellt. Deshalb müssen sie stufenweise in eine Schule für alle umgebaut werden, die auf solidarischem, gemeinsamen Lernen basiert. Die Gemeinschaftsschulen müssen gestärkt und flächendeckend ausgebaut werden. Außerdem ist es nicht hinnehmbar, wenn laut Studien Kinder mit ausländischen Namen bei gleicher Leistung häufig schlechter bewertet werden als ihre Mitschülerinnen. Deshalb wollen wir verbindliche interkulturelle Weiterbildungen für Lehrkräfte einführen. Auch bei der Bildung darf es keine Rolle spielen, aus welchem Elternhaus man stammt. Jedes Kind hat verdient, die beste Bildung zu bekommen und nach seinen Fähigkeiten und Talenten unterstützt und gefördert zu werden. Das muss unabhängig des Geldbeutels oder der Familiengeschichte passieren. Das durchlässige Bildungssystem in Baden-Württemberg ist hier ein absoluter Pluspunkt für unser Bundesland. Es gibt nicht nur den einen Weg zum Bildungserfolg, sondern auch hier finde ich die vielfältigen Wege, die ein Kind gehen kann, einen absoluten Vorteil für die Gesellschaft. Grundstein für eine gute und erfolgreiche Lebensbiografie der Kinder ist der Spracherwerb. Die deutsche Sprache ermöglicht Teilhabe und Integration. Hier muss Politik ansetzen, ohne dabei die Muttersprache der Kinder aus Migrantenfamilien zu vernachlässigen. Auch diese Mehrsprachigkeit ist für die Kinder und für ganz Baden-Württemberg ein Gewinn. Wir haben nach wie vor immer noch das große Problem, dass es uns in ganz Deutschland, auch in Baden-Württemberg, nicht gelingt, Bildungserfolg und soziale Herkunft voneinander zu trennen. Da müssen wir weiter konsequent dran arbeiten. Und natürlich hat Integration auch viel mit Sprache zu tun. Deshalb frühkindliche Sprachförderung. Wir investieren in den letzten Jahren zusätzlich Geld, Pakt für frühkindliche Bildung und Betreuung in Baden-Württemberg, 80 Millionen Euro gerade, auch für das Thema Sprachförderung. Für das Thema gezielte Unterstützung von Eltern, die ihren Kindern vielleicht aufgrund der eigenen Herkunft nicht so helfen können, wie sie es gerne tun möchten. Und natürlich auch das Thema Förderklassen müssen wir nochmal anders belegen. Das heißt, wir müssen fördern und unterstützen, wo es notwendig ist. Das machen wir schon, aber da dürfen wir auch nicht nachlassen. Und ich glaube, dann ist es gerade über Bildung und Betreuung ein sehr guter Ansatz, ergänzt um viele bürgerschaftliche Angebote, die es gibt in den Vereinen etc., weil Begegnung auch Sprache schafft. Und Begegnung auch dazu beiträgt, dass man integriert ist und dass man die gleichen Chancen ein Stück weit hat. Da müssen wir schon noch einiges tun, da haben Sie recht, aber das will ich, das wollen wir auch.